Jo Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war beim Ruffy-Treffen in Bielefeld und habe da natürlich eine Foodtour für euch gedreht. Ich war bei zwei Dönerläden, ich war bei so einem japanischen Süßigkeiten-Ding und ich habe einen Cheesecake gegessen. Ihr werdet das alles jetzt sehen, deswegen schaut einfach das Video. Gönnt euch. Viel Spaß. Auch hier den Future Trunks geschenkt bekommen, Digga. Ich habe so viel Dragon Ball gekämpft, Bro. Ich habe so viel Dragon Ball gekämpft, nur damit es am Ende dich Naruto getauscht hat, Bro. Das ist crazy. Okay, Digga, ich gönn mir jetzt einen Cheesecake auf der Dream Bro. Heidi, bist du in Labor? Nicht random. Mit Karotten, Digga. Muss nicht sein. Der Laden ist auch in Berlin. Da bin ich immer hingegangen, bin ich zur Nachhilfe gegangen, mit Bro. Den kenn ich den schon. Schmeckt stabil, Digga. Kann man machen, Digga. Oh, ja. Bro, ich will gerade hier ziehen, Digga, aber. Bruder, ich werde nicht reingelassen. Das Leben ist hart, Bro. Digga, ich hatte gestern Leg Day, ich will gerade diese Treppen hochlaufen. Aber es klappt nicht, Bro. Es klappt nicht. Guck mal, einerseits sind Food Courts richtig geil, aber Bro, andererseits, Digga, sind nur diese Ketten immer. Da gibt's nichts Besonderes, Bro. Immer KFC, dies, das, sowas. Es ist bodenlos. Ich habe schon einen Laden gespottet, zu dem ich gehen will, aber mal gucken. Ich laufe jetzt noch ein bisschen in dieser Innenstadt oder so rum. Keine Ahnung, was denn soll, Bro. Ist auf jeden Fall nicht so groß. Ich guck mich einfach mal um. Ich guck, ob hier irgendwas Cooles noch kommt. Und wenn ja, dann zeige ich es euch, Digga. Let's go. Das ist so der Renner bei uns, ne? Babi, so süßlich. So süßlich, ne? So. Ja, ja, genau so. Oh ja, schon geil eigentlich. Ich nehme erstmal die Hauptsoßen, ja, ja. So, original unser Döner. Okay, Digga, wir haben hier jetzt den Bielefelder Chicken Döner, Bro. Das ist crazy. Die werden von Kappler beliefert, die Firma, die unter anderem aus Delhi beliefert. Die haben deshalb auch das Fleisch von dort, deswegen sollte das eigentlich eine gute Qualität sein. Ich würde sagen, ich habe gar keinen Bock, so viel drum herum zu reden. Ich nehme den jetzt irgendwie in die Hand, Bro. Ich habe nur eine Hand, das ist ein bisschen kritisch. Ja. Digga, der ist schon mächtig voll, ne? Das ist schon sehr, sehr mächtig. Heidi, Bismillah, Leute. Das Chickenfleisch ist sehr schön gewürzt. Chickenfleisch gefällt mir sehr. Boah, aber ey, ist so schwierig in den reinzubeißen, ne? Der ist eine riesige Macht, Bro. Das ist größer als mein Kopf. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Es ist hart. Die Soßen sind echt gut, Bruder. Knoblauch, Kräuter. Hätte ich nicht gedacht, dass ich in Bielefeld sowas finde. Als ich in Köln und so war zum Beispiel, da gab es sowas gar nicht. Ne? Also da in Köln findest du nur Cocktailsoße und Tzatziki. Vielleicht mal auch noch Currysoße, aber das ist jetzt ehrlich nicht das, was ich in einem Döner möchte. Aber Kräuter, Knoblauch, immer am besten. Und hier schmeckt es auch noch gut. Zum Glück habe ich mir ein Wechsel-T-Shirt mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Krieg unbefleckt bestehe, Digga. Das ist wirklich crazy, Bro. Das. Keine Ahnung, bei Eddies und so hast du auch eine mächtige Portion. Aber Bro, ich bin ehrlich, wenn ich da bei Eddies zwei Bisse gemacht habe, komme ich danach klar mit dem Döner. Aber der ist schon sehr, sehr, sehr krank voll, Digga. Das ist schon krass, Digga. Also, ich weiß noch nicht, wie viel der kostet, ich werde es euch gleich sagen. Aber wenn es ein guter Preis ist, Digga, dann für die Menge ist es absolut geil. Okay, Digga, ich konnte nicht mehr filmen beim Essen, Bro. Ich brauchte beide Hände, sonst hätte ich das Ding nicht aufbekommen. Es war kritisch, Digga. Es war wirklich sehr, sehr viel. Es war sehr lecker, ohne Spaß. Also es war besser als einige Berliner Döner. Das frittierte Gemüse war ein bisschen weicher, als man es sonst kennt. Aber es hat trotzdem sehr gut mit dem Chicken einfach harmoniert. Es war schon echt lecker, Bro. Die Soßen sehr, sehr geil. Berlin-Style, so wie ich es mag. So muss ein Döner sein. Brot hätte ein bisschen besser sein können, war lecker. Aber ich mag diese Dreieck-Fladenbrote nicht mehr so sehr. Aber an und für sich ein solider Döner. Checkt ihn gerne ab, wenn ihr in Bielefeld seid. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spot. Let's go. Guck mal, die moderne gegen das alte, Bro. Ich liebe diese alte Architektur, Bro. Sie ist so schön. Boah, Jungs, das brauche ich, Digga. Let's go. Ich liebe diesen Kleinstadt-Vibe, Bro. Ich wünsche, ich hätte mein Stativ dabei, aber es wäre ein bisschen schwer gewesen. So wunderschön aus hier. Digga, ich liebe Natur, Bro. Ich liebe Natur. So eine schöne Wiese, so ein schöner Baum. Ich habe keine Feinde, Jungs. Ich bin
sehr friedvoll. Ich habe keine Feinde. Okay, richtig komisch, Bro. Hier hat man so eine Lasche, die kann man immer weiter abziehen. Und dann kann man das Ding hier essen, so mäßig. Ich würde sagen, ich beiß jetzt einfach mal rein. Let's go. Ja, schmeckt nicht so süß, schmeckt stabil. Hat so eine gute, ist so ein guter, ausgewogener Geschmack, Bro. Kann man auf jeden Fall machen, so ein bisschen fruchtig von den Blaubeeren. Ich habe ein bisschen Sahne jetzt einmal, Digga. Dieser fettige Geschmack von der Sahne und dann noch ein bisschen Süße. Ist entspannt, Digga. Bisschen crunchy der Crab, Digga. Der Crab, Digga, aus dem Crab, Bro. Ja, kann man machen, Digga. Nicht viel zu sagen, Bro. Aber ist ganz gut. Bruder, ich glaube, im ganzen Bielefeld gibt es keinen anderen Rewe oder so, Digga. Ich glaube, alle machen riesen Familieneinkäufe. Bruder, ich versuche bei dir was zu holen, Digga. Das ist crazy. Ich nehme mal einen blauen Alina mit einfach, Digga. Oh, B, das ist eine Figur, oder? Das ist eine Figur, herzlichen Glückwunsch. Alter, du hast eine Figur bekommen. Digga, ich bin absolut kaputt. Ich habe schon über 15.000 Schritte gemacht. Ich bin richtig müde. Ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen krank, Digga. Ich habe Halsschmerzen bekommen. Aber wie random, Bro. Ich war 5 Wochen krank. Ich nehme Antibiotikum, alles, Digga. Ich werde einen Tag gesund und einen Tag später direkt wieder krank, Bro. Was ist das? Und ich war einen Tag gesund in den letzten 5 Wochen, Digga. Das ist crazy. Ich chill gerade bis auf der Bank, Digga. Ich brauche eine kleine Pause. Richtig schön, Digga. Richtig friedlich hier. Hier war ich auch vorhin einmal kurz. Gleich muss ich noch zu einem Spot. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Mir geht's nicht so gut. Und danach geht's weiter wieder mit der Bahn zurück nach Berlin. Okay, Leute, ich habe jetzt noch so einen Döner bei Berlin. Das Kebab, Streetfood, irgendwie so heißt der. Die sagen anscheinend, die haben einen Berliner Döner. Wirklich viele hier in Bielefeld werden mit einem Berliner Döner. Bin ich gespannt. Ich wollte ihn eigentlich später essen, aber meine Bahn verspätet sich, Digga. Wer hat das gedacht? Deutsche Bahn, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich habe hier einen Standarddöner ohne Rotkohl, weil Rotkohl ist Trash, Digga. Rotkohl ist wirklich Ass. Soßen Standard, Knoblauch, Kräuter, scharf, Bruder. Aber die haben mir noch so eine Mangosauce drauf gemacht. Die meinten, ey, Bruder, mach rauf. Ich meinte, warum, Digga, komm. Einmal probieren kann nicht schaden, Digga. Hoffentlich. Und ich sage halt, die Bismillah mal reinbeißen. Let's go. Na echt, die Mangosauce ist wirklich gut, Digga. Dieser fruchtige Touch, Digga, kommt voll gut. Hätte ich ehrlich gedacht, ich bin normalerweise nie die Person, die so Fleisch mit fruchtigen Sachen dazu kombiniert. Habe ich wahrscheinlich viel zu selten gemacht, aber es hat voll gut gepasst, Digga. Ohne Spaß, da habe ich sogar Bock, mal reinzubeißen. Ich muss aber sagen, das Fleisch ist absolut Standard. Das Brot auch. Brot ist auch schon ein bisschen weich, aber ist auch ein bisschen kälter geworden, weil ich hab den noch ein bisschen eingepackt gelassen, dies, das. Aber an sich, der Rest der Komponenten nicht so besonderes. Die Soßen sind geil. Die Soßen sind gut, muss ich sagen. Die machen das hier gut, die in Bielefeld. Köln, Digga, Düsseldorf, ihr könnt euch alle eine Scheibe davon abschneiden, ohne Spaß. Das Fleisch erinnert mich ein bisschen an Hassad. Nee, das Fleisch erinnert mich ein bisschen an Hissar, aber an eine schlechtere Version von Hissar. Aber kann man sich trotzdem geben, Digga. Ist jetzt nicht beschissen oder so. Aber viele wissen, ich bin nicht mal so der große Standard-Döner-Fan, der Standard-Berliner-Döner-Fan. Ich mag mehr jetzt diese Fleischdöner und so weiter. Ich finde die einfach geil. Natürlich ab und zu muss auch mal so ein Standarddöner sein, aber vom Ding her, ich kann das nicht mehr so viel, Digga. Ich kann das nicht mehr so oft. Und der gehört halt direkt in die Kategorie. Trotzdem etwas, was man sich gut geben kann, Digga. Ohne Spaß. Digga, wie geht's? Es ist kalt, Bro. Ich chill einfach. Verspätung nach Verspätung, Bro. Das ist crazy. Endlich in der Bahn, Digga. Ich bin halb am Sterben, Bro. Ich kann nicht mehr. Bro, einfach Platz. Holy shit, Bro. Yeah. Ohne Spaß, ich bin jetzt ein, Digga. Yeah, 17.000 Steps, Digga. Zurück in Berlin, Digga. Leben ist hart, Bro. Jetzt irgendwie nach Hause kommen, Digga. Mal gucken, was wird. Ich meine, ist so kaputt, Bro. Ich habe kein Auge zum Dritt. Also wirklich, Minus. Ich habe nochmal gegambelt, aber das Ding ist, ich habe 2 Lose gekauft und ich habe das Richtige gezogen. Da habe ich davon, von den beiden, meinen kleinen Cousin gefragt, hier komm, darfst du eins aussuchen. Er hat das genommen. Ich fick mein Leben, warum mache ich sowas, Bro? Ich habe richtig Depression jetzt.